Chris, wenn ein Torhüter zum Interview kommt, dann hat er entweder ganz besonders geglänzt oder es ist hinten nicht so gut gegangen oder so wie heute beides. Was war das für ein Spiel? Ja, ich glaube, dass wir eigentlich gut angefangen haben, erste Minute direkt eine Chance gehabt haben. Wenn wir den nutzen, dann schaut es anders aus wahrscheinlich. Und also ziemlich sicher sogar. Aber ich finde insgesamt, erste Halbzeit haben wir es echt gut gemacht. Wenig zulassen. Das eine Gegentor war sehr gut ausgespielt vor einer individuellen Klasse, einfach, muss man anerkennen. Und zweite Halbzeit haben wir dann einfach nicht mehr den Zugriff gehabt, den wir erste Halbzeit schon gehabt haben. Irgendeine Erklärung dafür, was da passiert ist? Ich weiß nicht, wir sind dann immer wieder in Konter reingelaufen, dann wird es auch anstrengend, wenn du dann diese 80, 90 Meter hinterher sprinten musst. Ist einfach anstrengend, dann haben wir nicht mehr die Räume zugekriegt und es war einfach nicht mehr so gut dann zweite Halbzeit. Hat es irgendwie eine Rolle gespielt, dass deine Vorderleute halt nicht die gewohnten Vorderleute waren? Lukas Mühl, dem können wir zur Geburt seiner Tochter gratulieren. Johann hat sich dann verletzt. Wie hat sich das ausgewirkt für dich? Naja, das ist ja, in der Vorbereitung haben wir ja alle zusammengespielt. Also da hat überhaupt nichts gefehlt. Wir trainieren wir ja jeden Tag miteinander. Ich glaube, an dem lag es sicher nicht. Ja, erstes Bundesligaspiel. Wie sind jetzt insgesamt deine Eindrücke von der Liga? Ja gut, wir haben natürlich gleich gegen wahrscheinlich stärksten Gegner gespielt. Haben uns gut präsentiert, wie gesagt, erste Halbzeit, zweite Halbzeit nicht mehr so. Und ja, ist einfach geil. Zuschauer mit Zuschauern geht nicht besser.